Spartacus will also Probleme. Die kann der Mann haben. Mit 4 Beinen, einem Schwanz und megaspitzen Zähnen. Ich baue einen richtig räudigen Roboterhund. Und der greift an, wenn er das Wort Problem hört. Weg! Keines Hündchen? Nein, sondern ein ganz böser Hund. So, und jetzt lege ich den Schalter um. Oh, und 1, 2, 3. Problem. Süßes, kleines Hundchen. Und einschalten. Tja, ich glaube, heute wird ein sehr schöner Tag mit meinem Hundekumpel an meiner Seite. Wir zwei werden Lazy Town auf den Kopf stellen. Na, nicht wahr, kleines Zuckerschnäuzchen? Jetzt gibt's einen Freund für mich. Er ist herrlich fürchterlich. Wie er zärtlich an mir reißt und meine Schuhe mir zerbeißt. Hey, wenn er durch die Straßen zieht, beißt er jeden, den er sieht. Kläff, wow, wow, und zack, im Nu springt er los, dann schnappt er zu. Ich liebe dieses Hundilein. Hier schalte ich es aus und an. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verbellt diese Göhren und jagt sie weg. Hunde schrecken jedes Kind, wenn sie bös und bissig sind. Dass mein Köter Kinder frisst, beweist, was für ein Biest er ist. Sport an Küsschen rennt und flieht, wenn er mein Raubtier sieht. Jämmerlich klingt sein Gewimmer, er verlässt Lazy Town für immer. Ich liebe mein Maschinentier, es ist fies und passt zu mir. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verfällt diese Göhren und jagt sie weg. Und nochmal. Er klingt so fein, so hundsgemein. Der Kinderschreck verfällt diese Göhren und jagt sie weg. Ja. Da geht's lang. Bitte sehr. Entspann dich einfach, Spartacus. Okay. Bereit? Noch ein bisschen mehr Bass. Ja, yeah. War überhaupt kein Problem. Ha. Los, Probleme! Problem! Problem! Ich bin Spartacus! Ich rette Leute, wenn sie ein Problem haben! Problem. Problem.
Guter Hund! Ich meine, böser Hund! Lazy Town. Hier ist Sportler Stefanie. Nettes Outfit. Oh. Nett? Klasse. Danke, Jungs. Und wen rettest du als erstes, Sportler Pinky? Oh, mich? Alle die, die es nötig haben halt. Ach Gottchen. Das Kätzchen ist in den Busch gefallen. Oh nein. Oh. Schnell, Pinky. Keine Angst, Kätzchen. Ich rette dich. Wow. Sportlich. Du bist jetzt gerettet, Kätzchen. Spitze gemacht, Stefanie. Das war echt voll die Heldentat. Mann, du hast gerade einen Staubwedel gerettet. Tja, was soll's. Für den Anfang. Wo bist du? Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Fünf. Er muss doch hier irgendwo sein. Und sechs. Und Wollen wir wirklich nicht besser Sportakus holen, Stefanie? Hä? Ich meine, sicher ist sicher. Nein, warum denn? Er hat seinen Urlaub verdient und damit basta. Oh. Heute wird eh nichts mehr passieren. Du wirst also niemanden richtig retten müssen. Gibt's auch falsches Retten? Komm schon. Was ist das? Wo ist Sportadovi? Wer? Sportadovi? Ich meine Sportadovi. Diesen Kerl halt. Ach, egal. Redet ihr über Sportakus? Den lieben langen Tag lang suche ich ihn schon. Er ist nicht hier. Er hat nämlich Ferien. Ferien? Das ist ja wohl unglaublich, oder? Wo sind die Superhelden nur, wenn man mal einen braucht? Hm? Hier ist einer. Ta-ta-da-da, nämlich ich. Du? Was ist denn so lustig? Ich bin Sparta, Stefanie, die Urlaubsvertretung von Sportakus. Nur für den Fall eines Problems. Ich wusste gar nicht, dass Pinky so schnell rennen kann. Ich auch nicht. Zwar nicht Sportakus, aber hey, besser als gar nichts. Pass auf, Stefanie! Pass auf! Ich hätte Grund, mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Tja, ich werde mir wohl erstmal ein Eis gönnen. Und zwar eine doppelte Portion. Ich hab gesagt Portion, nicht Problem. Was sag ich da, Problem? Und jetzt schon wieder! Ich hab ein Problem! Und wer ist schuld daran, Sportakus? Ich wünsche ihm, dass er schreckliche Ferien hat. $9,999 und $10,000. Hm.
Das ist tolle Trainingsmusik. Aber ich hab doch Ferien. Und ich soll doch relaxen. Ich hab's versprochen. Also dann. Ich kann das nur nicht. Los, los, geh weg! Los, geh weg! Ach, du wilde Bestie! Ich hätte wohl besser ein Sandwich gemacht, anstelle von dir, du! Haha! Ah, ja. Die faulig auf die Plakatwand getrieben. Er hat ernsthaft ein Problem. Was tun wir jetzt? Jetzt kann ich wieder hier runter. Jetzt haben wir ernsthaft ein Problem. Ach, verstehe. Das Wort macht den Köter völlig verrückt. Kommt, Jungs, schnell! Beeilt euch! Dieser Hund ist nicht meiner! Komm schon, Manni, schnell! Die Leiter hoch! Nein! Mach schon, los! Helft mir, bitte! Zieh mich hoch! Mach die Luke dicht! So, los! Ja, mach ich so, jetzt hier! Was muss ich tun? Okay. Mann, das war knapp. Aber was mache ich denn jetzt nur? Ich glaube, ich sitze fest. Ach, ich kann hier nie wieder runter. Ich glaube, ich sitze hier bis in alle Ewigkeit. Meine Füße werden nie wieder den Boden berühren. Vögel bauen bald Nester in meinen Haaren. Und Kinder. Sie werden vorbeigehen, nach oben sehen und sagen: Guck, da ist der Typ auf der Plakatwand. Hilfe! 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 Was ist denn da los? Hilfe! 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 Ich muss
muss nachsehen, was da passiert. Hier treibt sich ein wilder Roboterhund herum. Hier, dein Kristall, nimm ihn. Wow! Alle haben ein... Sag nur nicht dieses Wort. Ja, aber wieso nicht? Hier, es bringt den Hund dazu, dich anzugreifen. Okay, die Ferien sind vorbei, oder? Alles klar, können wir? Ja. Auf geht's! Na dann, los geht's! Ich bin bereit, Stefanie! Komm schon, renn los! Los, beeil dich! Komm schnell, Hilfe! Stefanie! Du rettest die Kinder und ich hole Freddy da runter. Alles klar. Auf geht's. Du schaffst das schon. Auweia, auweia. Ist das nicht meine Leiter? Gleich bist du da. Ja. Ja. Hilfe! Typisch Freddy. Supersportler, Stefanie! Nein, nicht aufmachen! Was sollen wir jetzt nur tun? Stefanie? Trixie? Ja? Hack mich ein! Kein Problem! Ziggy, was passiert gerade? Was hast du denn vor? Was wohl? Ich will da runter! Na dann! Was? Der Hund frisst dich bei lebendigem Leib! Lass mich runter! Okay! Trixie, brauchst du Hilfe? Freddy, ich komme! Freddy? Also, nun pass auf. Du rutschst einfach die Leiter runter. Nö, das ist doch ein Trick. Ach, Quatsch, nein. Was soll das? Komm schon, du schaffst das. Nein, ich weiß es, du wirfst mich runter. Nein, das mache ich nicht. Komm schon, vertrau mir. Na los. Komm schon. Wow, wow. Würdest du bitte loslassen, sonst kann ich dir nicht helfen, Freddy. Tiefer! Ich kann sie sehen! Ich schaff das! Runter! Tiefer! Los, komm! Okay, alles klar? Und... einen Schritt noch. Alles okay. Und ab geht's. Einfach runterrutschen. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Und das kann ich auch nicht. Ach was, komm schon. Nein, nicht schubsen, bitte. Schubst mich nicht. Ich schubs dich auch nicht. Aber du musst irgendwie da runter. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oh, oder gar... Mami! Hoch und zwar schnell! Höher! Stefanie! Football! Jetzt runter! Ja, das war's. Danke, Aktion Sportler Stefanie. Ja. Warte kurz, Stefanie. Ich bin gleich bei dir. Hä? Hey. Wow. So, jetzt kann er nicht darunter. Wow. Wow. Spartacus. Tja, was nun?
Ich finde, Stefanie verdient den Spielball. Oh, ja! Oh, Sportakus, es tut mir schrecklich leid. Ich habe dir die Ferien vermasselt. Tja. Hey, die besten Ferien sind, wenn ich Leute retten kann. Ja! Das mag für dich so sein, aber nach heute wäre ich eher diejenige, die Ferien nötig hätte. Bing, bang, digi, digi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze. Als Probleme. Nein, no! Liebes Tagebuch, heute war ein toller Tag. Schon 8.08 Uhr. Ich muss ins Bett. Ich brauche meinen Schlaf. Bett! Ah, denn guter Schlaf gibt mir die Energie, die ich brauche. Wenigstens du liegst bequem. Ach Gottchen, heute hat Senta Senfter zu Geburtstag und ich weiß einfach nicht, was ich ihr schenken soll. Oh. Kinder, könntet ihr eure Lautstärke reduzieren? Seid leise, ja? Entschuldige, Onkel Meinhard, wir haben gerade so tolle Musik gehört. Ach, und mir geht so viel im Kopf herum, weißt du? Sentas Geburtstagsgeschenk? Oh, ja. Naja, mach es bloß nicht so wie letztes Jahr, sonst spricht Senta nie wieder mit dir. Oh, erinnere mich nur nicht daran. Liebe Senta, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sonnenblumen? Ich bin allergisch gegen Sonnenblumen. Hallo? Onkel Meinhard. Ach, du bist es, Stefanie. Senta hat dir doch dieses Buch gegeben, damit du auf Ideen für ihr Geschenk kommst. Also, lass es uns ansehen. Ach Gottchen, das ist ja ein dickes Buch. Och nein, viel zu teuer. Okay. Och nein, viel zu zerbrechlich. Ja, gut. Huch, ja, das ist eine wunderbare Idee. Aber ich bin leider viel zu nervös, um einen Kuchen zu backen. Ach, irgendwie ist alles noch schlimmer als letztes Jahr. Keine Sorge, Onkel Meinhard. Wir nehmen die Sache in die Hand, oder, Freunde?
Hallo. 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 Ja. Programm Konditor 1.0 wird gestartet. Backdaten laden. Ich sag dir, dein Kuchen ist ruckzuck fertig. Wir kommen voran. Schritt 1 ist getan. Kuchen gebacken. Analyse? Noch nicht dekoriert. Nein, nein, geh bloß weg da. Das ist mein Kuchen. Lass die Finger weg. Hast du sie noch alle? Guckt euch das an. Ich habe jede Menge süße Zutaten. Oh. Na? Ja, nicht schlecht. Feststellung nach Scan? Braucht Schlagsahne. Ja, eindeutig. Gib her. Meine, ich will die doch da raufstecken. Als Dekoration, weißt du? Was machst du denn mit dem Ding? Gib das her. Hey. Das ist meins. Und das ist auch meins. Das? Hör auf damit. Siggi, Siggi. Cool. Das her. Hey, das ist ja abgefahren. Toll. Ja. Was ist denn hier los? Oh nein. Das ist wieder der Rest. Meins! Oh, da hat jemand ein Problem. Oh, Sportakus, sie macht eine Tortenschlacht. Ich glaube, sie haben zu viel Zucker gegessen. Ja, sie haben recht, zu viel Zucker. Okay. Mit Essen spielt man nicht und wirft's auch niemand ins Gesicht. Entschuldigung, Sportakus. Guck mal, wir haben diesen ganz tollen Kuchen für Senta gemacht. Oh, nun wird Senta Senf dazu endgültig nie wieder mit mir reden. Oh. Tja, da werdet ihr wohl noch mal von vorne anfangen müssen. Meinst du? Ich mach jedenfalls mal diese tollen Lollipops weg. Vielleicht brauche ich die noch. Siggi, aber nicht alle auf einmal, ja? Ja, in Ordnung. Viel Glück. Danke, Sportakus. Danke sehr. Aber nicht aufgeben. Hm? Okay. Tschüss. Leiter! Jetzt backen wir den Kuchen.
Knopf, für den man aufstehen könnte. Nach Kuchen! Das verstehe ich nicht. Gestern war doch das letzte Stück weg. Ein unglaublich schöner Kuchen auch. Und er wartet nur darauf, dass jemand reinbeißt. Am besten backe ich mir gleich eine Marzipansahne-Schokoladentorte. Nee. Wieso soll ich backen, wenn ich auch einfach klauen kann? Ich meine geklaut. Schmeckt besser. Das weiß doch jeder. Auf die Art und Weise werde ich auch gleich diesen beknackten Spartakus los. Jetzt wird getarnt, getrickst und getäuscht. Zu heftig. Oh. Zu kräftig. Oh, ho, 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 ho. Zu deftig. Oh, zu prächtig. Aha, ein Detektiv. Perfekt. Ich esse Ihnen den Kuchen weg und trickse es irgendwie so hin, dass alle glauben, dass Spartakus es getan hat. Perfekt. Oh, zeig her. Oh. Wow. Wunderbar. Auch etwas Geburtstagskuchen kann geladen und gegessen werden. Oh, Senta Senf dazu wird sich ganz bestimmt freuen. Ruf sie an. Überrasche sie. Ja. Und dann kommt sie hierher und wir können endlich diesen super tollen Kuchen essen. Rufen Sie an, rufen Sie an. Jetzt sofort? Ja. Vielleicht ist sie auch gegen Kuchen allergisch. So ein Quatsch. Nun mach schon, ruf sie an. Ja, auf zum Telefon. Ja, ja, los. Hallo, hallo. Tja, sie ist gar nicht zu Hause. Vielleicht wählst du zuerst ihre Nummer, oder? Oh, ja, stimmt, natürlich. 516, da. Und los geht's. Oh. Hallo? Hallo, Senta Senf dazu. Hier ist Meinhard, Meinhard meint's gut. Ach, ja. Ja, der Bürgermeister. Ach, Sie sind's? Ja, ich hab mir überlegt, ob Sie und ich vielleicht, Ja, weiter. Also wie gesagt, wir können... Du musst sie einladen. Wohin soll ich dich einladen? Nein, du sollst sie einladen. Ach, ich hasse Sonnenblumen. Ach, Gottchen, hallo? Ich würde Sie gerne einladen. Ich habe... eine drastische und üble Nachricht. Nicht doch. Nichts Drastisches, nichts Übles. Fantastische Überraschung. Ja, also bitte, kommen Sie vorbei, sobald Sie können. Bis dann. Gut, ich bin gleich bei Ihnen. Schön. Eine Party. Ach, meine Lieben, mein Magen tanzt Cha-Cha-Cha. Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie einfach cool. Ach, ein herrlicher Tag ist heute. Hey, sie kommt, sie kommt. Los, bereitet alles vor. Okay, los geht's. Sie kommt gleich, sie kommt gleich. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, Sie wunderbarer Mann. Ich habe eine Überraschung für Sie, Senta Senf, dazu. Eine sehr leckere. Da zucken mir ja die Zähne. Ja, dieses Jahr gibt's keine Sonnenblumen, sondern... Happy Birthday! Was ist passiert? Diggi, zeig mir mal deinen Mund. Ich hab ihn nicht gegessen. Oh. Wieder ein Geburtstag. Ruiniert. Wo kann er bloß sein? Wir müssen ihn finden, unbedingt. Ein Kuchen wurde geklaut. Backwerksbanditen am Werk. Wer sind Sie denn? Aha! Ich bin Sherlock Schaumschläger, Detektiv. Was? Der erste Schritt, um diese schreckliche Tat aufzuklären, ist die Suche nach Resten des Kuchens. Ja, genau. Folgt mir unauffällig. Okay, das machen wir. Ha.
Wir kommen. Sie und den Kuchen. Willst du nicht mitkommen? Ich komm gleich nach. Du! Du mit der albernen Mütze, zeig mir deine Hände. Zuckerguss! Aha! Zuckerguss? Hände hoch, du übler Kuchendieb, du! Ich würde sagen, er ist Apfel! Ich esse doch gar keinen Zuckerguss. Und was ist das? Fingerfarbe? Also, ich kenne Zuckerguss und das ist welcher, eindeutig! Aha! Es gab noch nie einen Kuchendieb in Lazy Town. Aha! Ja, gar nicht wehgetan. Die Verhandlung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter Mainzgut hat den Vorsitz. Wie jetzt? Es ist doch so, dass dich keiner gesehen hat, wie du den Kuchen nicht geklaut hast. Ja, wie kann denn jemand sehen, wie ich etwas nicht tue? So, du gibst also zu, dass dich keiner beobachtet hat, wie du es getan hast. Was? Ich meine... Greifst du, was er will? Nein. Der Fall dürfte klar sein. Der Bürgermeister fällt doch nicht darauf rein, oder? Verdecken Sie Ihr rechtes Auge und lesen Sie das. Ach Gottchen, Sportakus ist Schultag. Kapier ich nicht. Wie war das? Das war nicht verständlich. Lesen Sie es erneut. Sportakus ist schuldig. Danke sehr, danke. Vielen Dank. Und schuldige Verbrecher gehören ins Gefängnis. Ach, wirklich? Nein! Aber wir haben kein Gefängnis in Lazy Town. Ach ja, das glauben auch nur Sie. Hm? Was macht er da? Wer ist dieser Detektiv überhaupt? Ja, ja. Sieh an! Tada! Tritt ein, mein Freund. Was macht er? Detektiv, willst du die Tür nicht verschließen? Was ist das nur für ein Tag? Sportakus sitzt im Gefängnis und wir müssen gleich zwei Kuchen für Senta Senf dazus Geburtstag machen. Ach, ich muss mich erst mal hinsetzen. Mach ich das mal. Hoffentlich freut sich Senta wenigstens über den Kuchen. Ach ja. Es ist schon komisch zu sehen, wie Sportakus so hinter Gittern sitzt. Ich find's schon komisch, dass Sportakus überhaupt mal sitzt. Ja, finde ich auch. Also, wenn ihr mich fragt, ich finde das auch ganz schön komisch irgendwie. Siggi, nimm mal das Bonbon aus dem Mund. Entschuldigung, aber wenn ich nervös bin, brauche ich halt was Süßes. Du isst doch ständig was Süßes. Das stimmt. Ich esse ständig was Süßes. Süßigkeiten, jetzt weiß ich's. Sportakus verliert doch seine ganze Energie, wenn er was Süßes isst. Ja, dann kriegt er einen Zusammenbruch und wird ganz schwach und so. Und was macht er jetzt gerade? Zielperson erfasst. Details, Zielperson macht gerade Fitnessübungen. Oh, das heißt kein Zusammenbruch. Und das heißt kein Zucker. Und das heißt, ja, was heißt das? Das heißt, er hat den Kuchen nicht gegessen. Ja! Aber wenn er es nicht war, wer war es dann? Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir spielen Detektiv. Ja! Oh ja, oh ja, lass uns anklagen. Da ist eine Spur. Ein Fußabdruck. Aha!
Pops. Wow, die sehen genauso aus wie die auf dem Kuchen. Ein Stück von dem Kuchen. Hä? Au! Was war das? Au! Ein Lollipop. Oh, schon wieder einer. Falls ich träume, weck mich nicht auf. All die ganzen Lollipops und die Mütze. Er hat den Kuchen geklaut. Wisst ihr was? 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 Du hast eine Menge Zucker gegessen. Ja. Ich meine, nein. Der Detektiv, er hat den Kuchen geklaut. Guckt euch das an. Lollipops von dem Kuchen. Datenupdate. Spartacus ist unschuldig. Dann soll er auch nicht im Gefängnis sitzen. Genau. Ziel anvisiert. Aufgabe, diesen Schlüssel holen. Ja. Ja. Stephanie, befestige die Antenne an Meinis Auto. Okay. Was? Wow. Was macht ihr? Hey, Vorsicht! Das kann ich nicht mit ansehen. Mikrocontroller aktiviert. Hexe, pass auf mein Auto auf. Okay. Oh, zu weit, zu weit. Stopp. Okay. Zurück, zurück, zurück. Rückwärtsgang. Okay, näher. Ich glaube, jetzt komme ich ran. Ja, okay. Weiter. Ja, schnappen wir. Er greift nach dem Schlüssel. Schafft er's? Er ist schon fast dran. Er hat es nicht geschafft. Das weiß ich doch, Sigi. Ja. Da ist auch noch ein Kuchen. Tja, ich wüsste einen Kuchen, den wir ihm backen können. Okay, los, komm mit. Gut, gehen wir. Hat jemand Zelda Senf dazu gesehen? Oh, Spartacus, sind Sie aus dem Gefängnis ausgebrochen? Nein, die Kinder haben herausgefunden, wer den Geburtstagskuchen geklaut hat. Ja, das war der Detektiv. Ja, wir haben eine Überraschung für Senta und diesen Kuchenlangfinger da. Ja. Den erwischen wir so garantiert. Ja! Ja, sehr schön. Na gut, dann los. Ja, auf geht's. Okay, ich stelle ihn genau hier hin. Wacht er auf? Ich glaube, ich riech was. Er fällt darauf ein. Es funktioniert. Ich dachte, ich hätte alles aufgegessen. Oh, ein... ein Kuchen. Und noch so ein Teil. Ja, es klappt. Noch mehr Kuchen. Und noch einer. Komm zu Vati. Ein Riesenkuchen. Der sieht aus wie Freddy Faulig. Das ist Freddy Faulig. Freddy Faulig. Oh nein. Freddy, das warst du, der den Kuchen geklaut hat. Genau. Nein, ich war's nicht. Aber dein Gesicht ist ganz voller Zucker. Ja, nicht zu übersehen. Oh, tatsächlich? Ja. Was geht denn hier vor sich? Was ist das? So, alles weg. Oh, mein Gesicht. Okay, nein, Senta Senf dazu. Bleiben Sie hier. Herr Bürgermeister. Ja, bitte? Oh ja, natürlich. Vergessen Sie nicht das Wichtigste. Danke sehr, Spartacus. Oh, Senta Senf dazu. Was? Ich... geh dann wohl. Wiedersehen. Tschüss. Dieser Freddy Faulig. Senta Senf dazu. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Kuchen?
Erlauben Sie sich einen Scherz mit mir? Ach, war doch nur ein Witz. Hier entlang, ich habe eine Gabel. Was? Oder auch zwei.